Hallo, liebe Freunde von AgriSmart, liebe Abonnentinnen und Abonnenten von AgriSmart. Heute ist es mittlerweile der 106. Beitrag, wenn ich richtig mitgezählt habe. Geht es um zwei Schwerpunkte, einmal um Vitamin C und einmal um den Verzehr von Weizen und Milchprodukten. Das sind große Themen, die sind sehr umfangreich. Deshalb will ich Sie ja auch nur anreißen und Sie in diesem Online-Seminar jetzt in diesem AgriSmart-Beitrag einladen zu den Kursen, die es dazu in Kürze geben wird, sehr umfassende Wissensvermittlung zu Vitamin C und zu Weizen bzw. Milch in unserem Verzehr. Dazu möchte ich Sie einladen. Sie als Abonnentinnen und Abonnenten von AgriSmart haben nämlich die Möglichkeit, dort kostenlos teilzunehmen. Das werden kostenpflichtige Kurse sein, die im Online laufen. Und deshalb gebe ich Ihnen die Chance, wir haben jetzt Ende des Jahres, ich möchte mich für Ihre Treue bedanken, dass Sie an diesen Kursen kostenlos, also ohne Bezahlung, teilnehmen können. Können Sie Ihr Geld sparen? Können Sie Ihr Geld sparen für Leben ohne Krankheit? So, und wie machen Sie das? Sie sollten sich registrieren. Unten auf dieser Seite können Sie sich registrieren. Tun Sie das bitte zu beiden Kursen und tun Sie das noch heute. Ich werde Sie dann informieren, wann die Kurse stattfinden und Sie haben den großen Vorteil, an diesen Kursen eben kostenlos teilzunehmen. So, und ehe ich jetzt auf diese beiden Themen, Vitamin C, das Superheilmittel, und esst Weizen, trinkt Milch, komme, möchte ich noch Sie an meiner Freude teilnehmen lassen, die mir letztens zugegangen ist, nämlich eine Anwenderin von AgriCare hat ihre Lebensqualität sehr, sehr gut verbessern können aus einer schlechten Situation heraus. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz darstellen. Bitte erlauben Sie mir, dass ich dazu meine PowerPoint-Präsentation aufrufe, die die Vermittlung dieser Information sicherlich leichter macht. Also heute der Kurs 106. Und dieses Mal mit Kostenvorteilen für Sie als Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, worum geht es? Einmal geht es um das Thema Beharrlichkeit, führt auch zu Leben ohne Krankheit. Damit meine ich diesen erfreulichen Vorgang, an den ich Sie teilhaben möchte. Dann nochmal kurz den Kostenvorteil für die Kurse und dann die Kurse selbst. Kurs 1, Vitamin C, das Superheilmittel. Und Kurs 2, esst Weizen, trinkt Milch. Und ich möchte jetzt schon sagen, dass diese Aussagen nicht etwa satirisch gemeint sind, aber auch nicht als Provokation, denn ich kenne eine Menge Menschen, die meinen, gut leben zu können, wenn sie Weizen oder Getreide überhaupt einerseits und andererseits Milch und Milchprodukte überhaupt, wenn sie diese meiden. Ich möchte in den Kursen und auch für heute schon hier das etwas tiefgründiger darstellen und mit diesem Wissen dafür sorgen, dass sie Leben ohne Krankheit erreichen können. Der wichtige Hinweis, wie immer, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, direkt oder indirekt aus der Verwendung, und ich möchte hinzufügen, oder Nichtverwendung, Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, auch das ist geschafft. Und nun zu der freudigen Nachricht. Letzten Freitag habe ich eine Anwenderin besucht, eine 75-jährige Dame. Was ist zu ihrer Geschichte zu sagen? Sie hat in diesem Jahr erfahren, dass sie ein Melanom hat. Und dazu hat sich eine Metastase ausgeprägt. Und diese Metastase hat mich auch sehr beeindruckt, als ich die gesehen habe. Vor einiger Zeit, ich muss sagen vor langer Zeit, wir werden das gleich noch genauer definieren. Sie war nämlich schon faustgroß und hat sich ausgebildet in der Leistenbeuge. Sehr unangenehm, aggressiv und bedrohlich. Was hat die Anwenderin getan? Sie hat die normalen Anweisungen ihres Arztes berücksichtigt und war da auch sehr diszipliniert. Aber sie hat auch darüber hinaus AgriCare Pro angewandt. Nämlich die Anwendung, die genau für Melanom-Metastasen zur Verfügung steht, in der Anwendungsgruppe Geschwulstkrebs. Wer das nicht kennt, wer jetzt von Ihnen AgriCare noch nicht einsetzt, AgriCare Pro,
Der soll wissen, dass es ganz einfach ist, mit einem kleinen Auftischgerät aus meiner Produktion und dem zugehörigen Softwareprogramm kann man diese Anwendung aufrufen und man hat nichts anderes zu tun, als eben da zu sitzen und die Elektroden in der Hand zu halten oder in dem Fall, wie es ja auch unsere Anwenderin getan hat, die 75-jährige Dame, dass sie nämlich Klebelektroden verwendet hat, die sie dort in die Nähe des Tumors gebracht hat. Ja, faustgroßer Tumor in der Leistenbeuge, also eine Metastase des Melanoms, das war nachgewiesen. Und sie hat 15 Wochen lang, 15 Wochen beharrlich, jeden Tag mindestens einmal AgilCare Pro mit diesem Programm eingesetzt. Nach den 15 Wochen, die Zeit ist jetzt schon vorbei, geht sie zum Arzt. Sie wird betreut in der Charité, also einem Universitätsklinikum, und bekommt dort bestätigt, es gibt dort keine Metastase mehr. Wunderbare Sache, einwandfrei, ganz großer Erfolg, muss ich sagen. Und hier hat sich natürlich bei mir eine große Freude ausgeprägt und ich finde das ganz, ganz toll. Wobei ich dazu sagen muss, ich darf hier auf keinen Fall den Hinweis vermeiden, dass das nicht einen ursächlichen Zusammenhang zwischen AgilCare und dem Verlauf der Erkrankung belegt, sondern nur den Ablauf überhaupt. Ich möchte hier überhaupt keine wissenschaftliche Begründung bringen, das ist nicht notwendig. Diese Anwenderin freut sich ihrer Gesundheit, erfreut sich ihrer Gesundheit und ich finde, das ist ein schöner Lohn für ihre Beharrlichkeit. 15 Wochen lang beharrlich jeden Tag AgilCare Pro eingesetzt. Das nicht nur zu Hause, sondern hat es auch mitgenommen zur Kur, hat es dort eingesetzt und ich gratuliere ihr und freue mich, dass ihre Beharrlichkeit so gut belohnt wurde. Eine schöne Möglichkeit, wie man mit AgilCare zu Leben ohne Krankheit kommen kann. Ja, und nun zu dem weiteren Hinweis, noch ehe wir dann endlich zu den zwei Hauptthemen kommen. Kostenvorteil nutzen. Auf dieser Seite scrollen Sie ganz nach unten, unter den Literaturhinweis. Darunter dort sehen Sie ein Formular. Wenn Sie sich dort eintragen, registrieren Sie sich für die beiden demnächst stattfindenden Online-Kurse, nämlich einmal mit dem Thema Vitamin C, das Superheilmittel, und das andere Mal, Kurs 2, mit dem Titel Esst Weizen, trinkt Milch. Tragen Sie sich ein, unten auf dem Formular, tun Sie das. Sie können dann kostenlos teilnehmen, im Gegensatz zu allen anderen Teilnehmern. Das soll Ihr Vorteil sein als AgilSmart-Abonnentin oder Abonnent. So, und nun endlich zu einem unserer Hauptthemen. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich letztens einmal über einen Vorgang gesprochen habe, der nicht nur skandalös, sondern auch sehr tiefgründig die Situation in unserem westlichen Gesundheitswesen beschreibt. Ich möchte es noch mal ganz kurz wiederholen und in aller Kürze Ihnen sagen: Ein Patient liegt in der Intensivtherapieklinik in schlechtem Zustand schon über Wochen und die Ärzte und Angehörigen kommen zusammen, um in einem Konsil auf Wunsch der Ärzte oder auf Vorschlag der Ärzte den Patienten abzuschalten, das heißt sein Leben zu beenden, weil sie keine Aussicht auf Heilung gesehen haben, die Ärzte. In dieser Runde sagt eine Anwenderin, eine Teilnehmerin, nämlich eine nahe Verwandte des Erkrankten, Ellen Smith hieß er übrigens, dass, wenn nun kein anderer Vorschlag vorliegt, sie sich wünscht, dass dem Patienten hochdosiert Vitamin C verabreicht wird, intravenös. Das wollten die Ärzte erst ablehnen, aber die Angehörige war beharrlich und sagte, wenn Sie nichts Besseres wissen, sondern nur die Geräte abschalten, dann können Sie auch Vitamin C-Infusionen geben und wir werden ja sehen. Die Vitamin C-Infusionen wurden hochdosiert, wie gewünscht, von der Angehörigen gegeben und der Patient konnte schon nach wenigen Tagen aufstehen. Man konnte ihm die Apparate entfernen und er verließ dann nach nicht nur wenigen Tagen, sondern ich glaube, es war nach 14 Tagen, verließ er die Klinik auf eigenen Beinen. Soweit gesund, dass er die Klinik allein verlassen konnte. Ein toller Erfolg, über den sich alle freuten, zumindest die Angehörigen und der Patient selbst. Und die Angehörigen waren der Meinung, dieses tolle Ergebnis, das sollte man doch öffentlich publizieren. Und somit kam es zu einer nachgestellten Fernsehszene in der beliebten Fernsehsendung in Australien, One Hour. Und das zeigte man nachgestellt eben, wie diesem hinfälligen Patienten Vitamin C infundiert wurde und wie er da wieder gesündete. Und während dieser Aufnahme wurde eine Großaufnahme der Hersteller durch das Etikett publiziert,
mit einer Zoom-Aufnahme auf das Etikett des Medikaments Vitamin C. Und daraufhin, keine 14 Tage später, hat in den USA die Gesundheitsbehörde, ich möchte sagen die staatliche Gesundheitsbehörde, allen Ärzten verboten, Vitamin C zu infundieren. Ein Skandal, der kaum noch kommentiert werden muss. Ein Weg, wiederum die Pharmaindustrie zu unterstützen, denn wo kommen wir denn hin, wenn Vitamin C, so etwas einfaches und natürliches Mittel, Menschen sogar in so einer Situation hilft, wieder ins Leben einzutreten, wo andere sich schon aufgegeben haben. Nicht nur das, nicht nur so ein Skandal, sondern es erfolgte auch auf Bitten der Angehörigen, die meinten, das müsste man noch publizieren, das müsste man noch bekannt geben, das müsste man noch wissenschaftlich und fachlich auswerten. So ein Vorgang, wo jemand, der so hinfällig war, durch die Gabe von Vitamin C wieder ins Leben zurückgekommen ist. Sie wandten sich an die Ärzteschaft, in die Ärztekammer sicherlich war das, und dort sollte ein Gutachten geschrieben werden. Und der Gutachter, ein hochdotierter, hochanerkannter Wissenschaftler, als Arzt möchte ich ihn gar nicht mehr bezeichnen, obwohl er diese Berufsbezeichnung hat, schrieb, dass es zu dem Vitamin C überhaupt keinen Zusammenhang gibt zwischen dem erfolgreichen Krankheitsverlauf für den Patienten und der Gabe von Vitamin C. Er schrieb sogar, und ich finde das sehr zynisch, eher hätte das mit einem vorbeifahrenden Bus am Krankenhaus zu tun, als mit der Gabe von Vitamin C. Weiter muss ich es nicht kommentieren. Hier noch einmal, also was es für eigenartige Dinge gibt im Zusammenhang mit Vitamin C. Eigenartig erfreulich auf der einen Seite, aber auch skandalös auf der gesundheitspolitischen und monetären Seite. Ja, in dem Kurs geht es also um diese Begebenheit einleitend. Dann geht es darum, wie hochdosiert das Vitamin C das antimikrobielle Universalmittel darstellt. Also gegen Mikroben vorgeht. Ich möchte gleich sagen, für alle Themen, die ich hier bringe, gibt es Studienbelege. Sie finden die übrigens auch in meinem Literaturhinweis am Fuße dieser Seite, dieses Beitrages, dieses AgriSmart-Beitrages. Finden Sie in der Literatur auch die Hinweise dazu. Und ich möchte aber vorgreifen und sagen, dass es genauso viele Veröffentlichungen gibt, die Vitamin C als super Heilmittel darstellen und das wissenschaftlich belegen. Genauso viele Studien gibt es, die genau das Gegenteil belegen. Und das Gegenteil, dass nämlich Vitamin C angeblich nicht helfen würde, das kommt immer bei den Studien heraus, wo man viel zu geringe Dosen eingesetzt hat. Oder ich will es anders sagen, ich will es sachlicher formulieren. In allen Studien kann man verfolgen, wo man das Vitamin C eben nicht als hilfreich dargestellt hat, als wissenschaftliches Ergebnis, sogenanntes wissenschaftliches Ergebnis, das, weil dort zu geringe Dosen in diesen Studien eingesetzt wurden. Und mit zu geringen Dosen kann man das niemals erreichen. Ich habe in anderen Beiträgen schon darüber gesprochen. Sie werden also in diesem Kurs auch erfahren, dass Vitamin C hochdosiert das ultimative Gegengift darstellt, dass zum Beispiel, wenn wir einen gefährlichen Schlangenbiss haben, und ich habe gestaunt darüber, wie Vitamin C wirken kann. Ich habe immer geglaubt, Vitamin C ist etwas, was sich lange aufbaut als Gegenmittel, als Immunschutz und so weiter. Aber es wirkt auch zum Beispiel nach Schlangengift, wo die Menschen nach wenigen Stunden nach diesem Biss versterben normalerweise, das hochdosierte Vitamin C sie wieder gesundet. Und das Erstaunliche ist, dass es total in Hunderten von Fällen unproblematisch lief und immer nur dann, wenn Probleme auftraten, hing es damit zusammen, dass das offizielle Gegengift, das Schlangenantiserum, gegeben wurde. Interessant, darüber spreche ich also auch. Vitamin C hochdosiert ist auch das perfekte Superheilmittel der Natur. Vitamin C hat also antioxidative Wirkung, es überwindet die Blut-Hirn-Schranke und wirkt an vielen, vielen Stellen, darauf möchte ich im Kurs eingehen, in unserem Körper sehr, sehr prädiktiv, also vorbeugend, aber auch heilend. Es ist ein vollkommener Schutz für das Arteriensystem. Nichts ist so gut, um unsere Arterien im ganzen Körper auszuputzen. Und das muss man sich mal vorstellen. Die Länge der Arterien insgesamt in unserem Körper sind ungefähr 100.000 Kilometer, nur die Arterien. Und die werden irgendwo durch Plaques zugesetzt und beziehungsweise es lagert sich an den Gefäßen etwas an. Und die Schulmedizin ist der Meinung, dass man mit einem Stent zum Beispiel, der nur auf wenigen Zentimetern wirkt, die Arterie offen halten kann. Dabei auf 100.000 Kilometern muss man systemisch arbeiten. Vitamin C ist anscheinend das Superheilmittel auch in dieser Frage.
Das perfekte Anti-Aging-Mittel ist es, wenn ich von Antioxidanz rede, muss das natürlich mithelfen. Ich gehe dort ganz detailliert in dem Kurs auch auf diese Frage ein. Und dann wird immer wieder der Vorwurf laut, es wird immer wieder gesagt, aber wenn man zu viel Vitamin C einnimmt, dann oder sich verabreichen lässt, dann gibt es Nierensteine, gibt es Probleme mit der Nierenfunktion. Das möchte ich aufklären und es ist auch in vielen Studien getan und entspricht auch meiner Erfahrung. Im drittletzten Kapitel dieses Kurses lernen Sie, beantworten die Frage, ist Vitamin C hochdosiert ein Risiko für Nierensteinentwicklung? Ja, Toxine, Auswirkungen minimieren, das ist ein Thema für alle, die Chemotherapie durchführen und dort bilden sich ja Toxine genauso wie bei der Strahlentherapie und dort spielt Vitamin C hochdosiert und zum richtigen Zeitpunkt genommen eine große Rolle. Darüber sprechen wir auch. Und letzten Endes, vielleicht ist es sogar das Wichtigste für viele, im letzten Kapitel sprechen wir davon, wie Sie von Vitamin C als Superheilmittel profitieren können. Da geht es also um die praktischen Fragen. So, also Vitamin C, das Superheilmittel, Kurs 1. Registrieren Sie sich bitte auf dieser Seite und sparen Sie sich Geld für Leben ohne Krankheit. Die Registrierung geht am unteren Ende dieser Seite sehr leicht vorzunehmen. Zum Kurs 2. Esst Weizen, trinkt Milch. Ich möchte auch vorab wieder sagen, es ist keineswegs als Provokation oder als Satire gemeint, auch nicht den Menschen gegenüber, besonders den Menschen nicht gegenüber, die Weizen, Getreide, Milch, Milchprodukte meiden, weil sie erfahren, und das möchte ich gar nicht widersprechen, dass es ihnen beim Verzehr von Weizen, Getreide, Milch oder Milchprodukten schlecht geht. Nur bedenken wir bitte, und jetzt greife ich diesen Kurs schon ein bisschen hervor, und die wesentliche Wahrheit ist, dass nicht der Weizen, das Getreide, die Milch, die Milchprodukte die Ursache sind für diese Unverträglichkeit, sondern das Verdauungssystem ist nicht im richtigen Zustand. Das Verdauungssystem wird sozusagen dadurch nur gereizt und das Verdauungssystem ist in einem schlechten Zustand. Und wenn wir Weizen und Milch zum Beispiel meiden, dann haben wir in dem Moment zwar nicht diese negativen Erscheinungen, wir meiden diese sozusagen, aber was sich aufbaut im Hintergrund, weil wir uns ja nicht mit der Ursache beschäftigen, nämlich mit dem Verdauungssystem, baut sich im Hintergrund eine schwerwiegende Erkrankung oder kann sich aufbauen. Und deshalb empfehle ich, sich lieber mit der Materie im Rahmen dieses Kurses näher zu beschäftigen. Ich erkläre in dem Kurs genau, was man tun kann, um ursachengemäß zu arbeiten und die Verdauungsprobleme zu lösen und nicht nur an der Oberfläche die Symptome zu meiden. Ja, und da geht es in zwei Kapiteln. Im Teil A hier dargestellt, Ursachen von Weizen- und Milchunverträglichkeit, da geht es um die Schuldsprüche ohne fairen Prozess gegenüber Weizen und Milch. Weizen, Forschungsergebnisse, die für ihn sprechen, die möchte ich gern vorstellen. Milchprodukte sind Lebensmittel und Medizin und man sollte sie eigentlich nicht meiden, sondern man sollte die Ursache für die Probleme lösen und dann wieder mit Milchprodukten leben, um sie als Lebensmittel und Medizin zu nutzen. Es liegt nicht am Getreide, sondern am Lymphgefäß. Oder am Lymphgefäßsystem. Das möchte ich ganz detailliert darstellen und Sie dann dazu bringen, dass Sie auch erkennen, dass im Verdauungstrakt oftmals gar nichts mehr geht und wie wir dem entrinnen. Das wird in dem Teil B dargestellt, den ich überschrieben habe mit die Lösung. Entfachen Sie das Verdauungsfeuer in Ihrem Inneren. Esst Weizen, aber genau wie und wann und welche Art. Wie gehen wir mit modernen oder wie können wir mit modernen Giften in unserer Nahrung umgehen? Dann sprechen wir über die Darmschleimhaut, Leaky Gut-Syndrom und diese Dinge im Zusammenhang mit Weizen und Milch. Sicherlich auf eine ganz andere Art und Weise und auf der Basis anderer Forschungsergebnisse, als Sie sie bisher kennen. Wir sprechen über Heilprogramme für die Lymphe und wir geben einen Hinweis, wie Sie Ihren eisernen Magen finden. Verstehen Sie das dann im Kurs, was damit gemeint ist. Es geht auch um die Zuckerwampe und es geht natürlich auch um Leben ohne Gift und ohne Gifte. Die Gesundheit fängt im Kopf an. Und damit geben wir dann praktische Hinweise, wie Sie vorgehen können und wie Sie eben Weizen essen können, Milch trinken können. Bloß welche Milch, in welcher Form, welchen Weizen, in welcher Form, welches Getreide und wann. Das ist wichtig
Und das werde ich aufklären. Und ich will nur sagen, ich habe meine Konsequenzen selbst daraus schon gezogen, aus diesem Wissen, esst Weizen, trinkt Milch, und habe in unserer Familie, sag mal, einen ganz anderen Verzehr von Brot, einen ganz anderen Verzehr von Weizen und Milch eingeleitet und fühle mich damit schon seit Monaten sehr, sehr wohl und denke, dass ich für mich die entsprechenden Verdauungsprobleme gelöst habe. Es geht auch nicht darum, sie unbedingt davon zu überzeugen. Ich meine, diejenigen, die eben Getreide und Milch meiden, das will ich nicht. Ich will nur ihnen eine Chance geben, mit der wirklichen Ursache zurechtzukommen und nicht nur an den Symptomen zu arbeiten, sondern nur wenn sie die Ursachen erkennen und die Ursachen bearbeiten und bewältigen, dann erst ist Leben ohne Krankheit möglich und nicht nur, wenn man sich mit gewissen Symptomen beschäftigt. Also auch zu diesem Kurs, eine Registrierung genügt für beide Kurse. Registrieren Sie sich jetzt und sparen Sie Geld für Leben ohne Krankheit. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns demnächst in den Kursen.